Die Österreicher und die Österreicherinnen, die können nun trotz der Hitze wahrscheinlich erleichtert aufstoßen, denn es ist tatsächlich soweit. Die Bundesregierung dirbt ein offizielles Entlastungspaket für alle Österreicher und Österreicherinnen geschnürt. Und das hat drei Eckpunkte, die besonders prägnant sind. Der erste wichtige Punkt ist die CO2-Bepreisung, denn diese wird vorläufig ausgesetzt. Diese hätte ja, wie auch von uns berichtet, zur Folge gehabt, dass das Tanken rund 9 Cent pro Liter teurer wird. Diese wird verschoben, nicht völlig ausgesetzt, und zwar in den Herbst hinein. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Grundsätzlich wäre diese Bepreisung ja schon ab dem 1. Juli fällig gewesen. Die zweite große Änderung, die ist auch sehr, sehr relevant, die betrifft nämlich den Klimabonus. Der hätte ja zwischen 100 und 200 Euro pro Person betragen, den die Österreicher und Österreicherinnen bekommen hätten, abhängig natürlich vom Wohnsitz. Das wurde nun geändert. Jeder Österreicher, jede Österreicherin bekommt nun 250 Euro Klimabonus, unabhängig des Wohnsitzes. Das dritte und der letzte wichtige Punkt, der sieht folgendermaßen aus. Und zwar sieht das so aus, dass es ein gesetzliches Ende nämlich gibt für Gas- und Ölheizungen in Österreich. Für dieses Ende, das wurde ja auch schon heftig diskutiert, nicht nur im Nationalrat, sondern generell in der Vergangenheit. Da gibt es also nun offiziell grünes Licht.